der Wecker war hart, ne? Mitten in der Nacht. Letzte Woche aufgehört hat, so hat sie auch wieder gestartet mit einer geilen Windsurf-Session. Ich bin direkt vormittags raus, weil die Welle dann noch nicht so groß war, wurde aber dann auch schon groß. Da bin ich irgendwann runter, weil es mir dann doch für meine Windsurf-Skills dann zu heftig wurde. Ja. Aber du hattest richtig Spaß noch, vor allem abends mit dem Abendlicht, Abendsonne, bis die Sonne weg war, warst du auf dem Wasser. Herrlich, also ein guter Start in die Woche von mir. Ja. Ja, wir stehen noch immer am gleichen Spot und es ist verrückt, wie schnell diese Welle sich abbaut. Jetzt ist es einfach richtig, richtig flach. Kaum eine Welle kommt noch rein. Also eine ganz andere Welt. Sollte man nicht meinen, dass es der gleiche Platz ist. Sowieso auch, weil vorhin, oder wo die Surfbedingungen waren, stand es voller Surfer. Also jeden Platz war belegt, überall lag Surfmaterial. Und jetzt? Kein Mensch. Kein Mensch. Ein paar Leute, die hier irgendwie einen Kaffee trinken da vorne. Ja. Und du machst mir jetzt Müsli, nicht Müsli, Frühstück. Paninis, nochmal abschließen. Wir machen Paninis, schön Käse, Schinken, warmen. Bin gespannt, wir haben nämlich kaum mehr was, wir müssen einkaufen. Haferflocken oder Müsli-Sache mehr. Deswegen. Oder Obst, wir haben nur noch Zitronen. Genau, wir müssen echt dringend einkaufen heute, aber Paninis haben wir noch und das mache ich dir jetzt. Hammer, ich bin gespannt, was du zauberst. Und dann lassen wir es hier voll gemütlich ausklingen, weil es ist die letzte Woche auf Sardinien oder Woche, nicht mal mehr. Zwei Tage. Ja, nur noch zwei Tage. Mittwoch ganz früh um halb sechs schon? Nee, halb sieben. Halb sieben geht die Fähre, aber wir müssen zwei Stunden vorher da sein. Das heißt, es wird früh aufstehen. Das heißt, da geht es dann schon wieder zurück. Und gut ist übrigens, dass wir nochmal geguckt haben, wann unsere Fähre fährt. Weil wir haben, seit wir auf der Insel sind, haben wir gesagt, wir gehen donnerstags auch, weil wir sind donnerstags mit der Fähre hergefahren. Wir waren uns so sicher, dass wir donnerstags auch wieder fahren. Wir wussten auch das Datum, der 13. waren uns so sicher, es ist ein Donnerstag und Kai hat zum Glück noch mal geguckt, es ist ein Mittwoch. Voll gut, anders wären wir einen Tag zu spät im Hafen gestanden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man irgendwie davon ausgeht. Ich weiß, wir hatten das damals, als ich noch als Kind mit meinen Eltern waren wir in Griechenland auf einer Insel und da haben wir genau das gleiche gedacht. Ja, an dem Tag geht unsere Fähre, standen wir am Hafen und hieß es ja, ihre Fähre ist gestern gegangen. Ärgerlich, also immer noch mal davor gucken, auch wenn man sich richtig sicher ist, lieber zweimal geguckt, damit auch nichts schief geht. Kate, dein Panini ist fertig. Oh, Hammer. Ich bin gespannt, was du gezaubert hast aus dem, was wir haben. Wow. Danke. Bitte, guten. Zu warm? So, Panini war herrlich und jetzt Kaffee. Kate hat Kaffee gemacht und ich hinter dem Bus gesetzt, ne, weil draußen ist jetzt Wind und die kommt aus dem Nordosten und ist schon echt frisch, ne? Richtig frisch und ja. Vor allem war das so unerwartet. Ich habe mich auf einen warmen Tag ohne Wind gefreut
Jetzt schon wieder kalt. Aber kalt kann man nicht sagen, du sitzt in kurzer Hose. In der Sonne ist das richtig angenehm. Jetzt haben wir halt keinen Blick aufs Meer. Ne, das ist das eine Nachteil, aber ja. Genießen wir den Kaffee und dann geht's weiter für uns. Schön. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey Kate, wie heißt es hier? Bin mir nicht sicher, Castel Sario? Nee. Wie heißt es hier? Castel Sario? Ja, sowas, ne? Castellardo oder so? Das heißt? Castelsardo. Okay, wir haben's. Und da ist eine schöne Burg, das ist ein Zipfel. Wir stehen am Hafen geparkt und laufen jetzt hoch, weil ich habe eigentlich mal wieder Lust auf Eis. Was heißt mal wieder? Wir haben wenig Eis gegessen. Gar keins, ja. Oder? Nee, in Italien noch gar keins. Es wird höchste Zeit für ein italienisches Eis, also andiamo. Unser Eis. Geh ich mal schnell essen, bevor es weggeht. Was hast du gewählt? Nuss und Cookie. Nuss und Cookie, oh, das ist schon nicht schlecht. Ich habe 3, ich bin schon voll dran. Und jetzt nehmen wir unser Eis mal mit hoch auf die Burg, ja. Hatte ich gesagt. Ja, also guten. Die Tour ist beendet. Und da suchen wir uns einen schönen Stellplatz aus. Okay. Schön. Und wir haben unser Plätzchen für heute Nacht gefunden. Ist auch nur 18 Minuten von Porto Torres entfernt, wo unsere Fähre auch geht. Das heißt, es ist nicht weit. Und es ist herrlich. Richtig schön. Hey, du hast dein Plätzchen auch gefunden. Genau, altersgerecht. Wie meinst du altersgerecht? Dass ich nicht, der alte Mann nicht im Sand sitzen muss, sondern schön auf seinen Stuhl. Schön, ja? Ja. Nee, ist nur falsch ausgerichtet. Also der Blick aus dem Meer wäre besser, ne? Kannst du ja umdrehen. Ja, aber es steht so schön im Sand. Ja, nee. Ich gibt schon was. Ich leg mich gleich in die Düne. Und was lesen? Einfach ein bisschen. Herrlich, wir machen heute Ruhetag. Ja. Hey, darling. We could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now. Ist mein Plätzchen geändert? Ja, das ist doch besser. Aus dem Wind? Aus dem Wind. Im Sand. Im Sand. Du bist schon ganz paniert. Hier. Ah ja. We can leave this city. Let's drive to the open. Oh. Guten Morgen, boah, der Wecker war hart, ne? Mitten in der Nacht, furchtbar. Und
Im Nachhinein hätten wir gar nicht so früh aufstehen müssen. Weil man sieht es, es ist schon hell und das Boot ist immer noch nicht da. Nee. Eigentlich sollte es jetzt schon unterwegs sein. Es ist schon, wie spät ist es schon? Es ist schon 6:45. Es sollte eigentlich um 6:30 losfahren, aber es ist noch nicht mal da. Und es hieß, man soll mindestens zwei Stunden vorher da sein. Das heißt, wir waren pünktlich um 4:30 dort. Kein Mensch da, alles dunkel. Ja. Und das Boot ist jetzt immer noch nicht da. Als Entschädigung gab es einen Kaffee umsonst. Ich habe mir dafür eine Cola geholt. Hoffen wir, dass es bald kommt. Ja. Das Gute ist, wir haben eine Kabine. Die machen wir später einfach dunkel und dann holen wir ein bisschen Schlaf nach, hätte ich gesagt. Gemütlich, genau. Wir haben genug Essen dabei. Und wir haben genug Zeit zum... Und duschen. Ja, auch. Und wir haben genug Zeit, keine Eile. Ja. Also, entspannt. Wird wohl. So 7:30, 2 Stunden, nee, 1 Stunde nach, dass wir eigentlich losfahren sollten. Ich habe das Boot gesehen, zumindest der große Schornstein. Da ist gerade der Hafen rein hinter mir. Da sieht man es vielleicht zwischen den Autos durch. Wir stehen geparkt und Louis sieht super süß aus. Wir dürfen zwischen die großen Wohnmobile stehen. Countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby. Don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and okay, das Boot's da. Oh, endlich. Ich hoffe, dass wir schnell drauf können und dann in die Kabine. Ja, nochmal. Es riecht hier. Frischen Brötchen. Ja, gar nicht so schlecht, ne? Gruß Barcelona. Was? Wir hatten letztes Mal Gruß Roma und jetzt ist Gruß Barcelona. Ja, es geht ja auch zurück nach Barcelona. Ja, macht Sinn. Letztes Mal nicht nach Rom. Trotzdem Gruß Roma. Jetzt passt besser. Ordentlich. Also muss den Käppi abmachen, weil sonst fliegen die Haare, der Käppi fliegen vor Bord. Und ja, wir schauen uns nochmal kurz an, wie wir weg. Und dann machen wir ein Schläfchen im Kabine. Genau, da kommen wir her. Da ist Stintino, wo wir gestern noch gesurft haben. Und wir fahren hier um diese Zipfel. Und dann geht's links und haben wir zum Glück Rückenwind nach Barcelona. Schaukelig. Ja, das schauen wir mal, wie schaukelig es wird. Ein bisschen Schwanz habe ich das Gefühl. Ja. Strive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand? Geschafft. Was ist es? 10:30? Ja. 10:30? Ja, nee, also 11 ist es schon. 11 schon, ah, Verspätung auch noch angekommen. Also. Ja, wir können gleich runter, es geht los. Wo sind wir denn? Spanien? Spanien. Ja. Wieder, Hammer. Mega. Geht weiter. Ab weiter ins Norden geht's. Ja. So, jetzt stehen wir hier auch noch still. Ja. Weiß nicht, was los ist. Es lief gerade noch, jetzt steht's still. Ich weiß nicht, was alles abgeht. Ja, schauen wir mal. Wenn wir noch vom Boot kommen.
So, angekommen in Barcelona. Ciao, ciao, Boot. Ciao for now. Oh, jetzt stehen wir hier nochmal im Stau. Und genau da standen wir vor 6 Wochen. Abends um diese Uhrzeit und wollten aufs Boot. Du machst dich warm? Ja. Ja. Wir sind nach Pals, heißt es hier, gell? Ne? Ja, heißt richtig. Es? Wunderschön. Gefahren, wir sind gestern direkt nach der Fähre noch 1,5 Stunden aus Barcelona raus und sind dann um 1 Uhr nachts ins Bettchen gegangen. Ja. Haben herrlich geschlafen. Aber super. Und was mir aufgefallen ist direkt wieder, es gibt wieder Mülleimer. Überall. Ja. Und spanische Und nicht Musik. Zu wenig. Wir waren heute Morgen schon kiten, oder ich war kiten. Kai hat es mit Windsurfer probiert, war zu wenig, er ist zurück, hat abgebaut, hat auch Kitezeug geholt, ist aufs Wasser und dann war der Wind auch wieder weg. Ja. Also du hast mehr umgebaut, wie dass du gefahren bist. Genau, es lief ich nicht so. Ich bin aber schön gefahren. Jetzt hoffe ich aber, dass es läuft. Ja, Wind ist weg, Wellen sind noch da, Kai geht surfen. Ja, natürlich, ja. Ja. nee, ich habe schon Spaß gehabt. Wasser ist eigentlich immer gut. Aber ich hatte es besser erhofft. Ja. War schwierig, ne? Starke Strömung Starke und so. Starke Strömung und die zieht dann richtig so hohl und dann direkt weg. Und so richtig auf die Sandbank und es ist nicht so einfach dann mit der Foil die zu machen. Ja. Naja, egal. Ja. Essen? Essen. Essen, Essen, Essen. Ja. Erster Abend wieder in Spanien. Und wir machen aber noch mal richtig italienisches Essen heute. Burrata. Burrata, was so Büffelmozzarella, glaube ich, ne? Mhm, das mit Salat als Vorspeise und Bier aus Sardinien. Richtig leckeres sardinisches Bier. Sagt man das sardinisch? Herb. Und dann gibt's frische Tortellini noch mit Sahne, Fenchel, Zitronensauce. Also ich kann nicht bauen, dass es mir schlecht geht. Nee, auch wenn deine Session nicht die beste war. Das macht alles wieder gut. Ja. Dann schneid mal durch die Hälfte. Mhm. Oh. Boah. Aber wir haben das einmal mit Franzi und Jonas gegessen. Und es war so geil. Das mussten wir jetzt nochmal kaufen. Der ist nämlich so ganz weich und läuft so aus. Mhm. Mega. Hast du jetzt mehr wie ich? Nein, 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 natürlich nicht. Du hast doch verteilt. Stimmt, dann teile ich die Teller kurz. Okay, aber oh, ich muss noch drehen, der Tisch. Ja, dann habe ich doch den anderen Teller. Ding! Mmh. Einen guten. Guten. Zweiter Gang. Mit Fenchel, Sahne, Zitronensoße. Das schmeckt. Sieht jetzt nicht so farbenfroh aus, muss ich sagen. Nee, aber es riecht sehr gut. Also, schmecken tut es bestimmt auch gut. Raus, Mädel! Okay. Famos a la playa! Ja.
Oh, ich hab, egal, die Schuhe an. Naja, wir sind gleich auf dem Strand. Wir sind eine Bucht weiter. Genau. In bei Rosas die Bucht. Da ist La Scala, San Pere Pescador und so. Und ganz oben ist Rosas. Ewiger Sandstrand, also richtig schön. Und wir sehen könnt, es ist heiß, warm. Ey, pff, fast schon zu warm. Wir sind die Wärme nicht mehr gewohnt. Ja. Ist echt, aber ist auch schön. Noch ein bisschen schön anpassen. Ja, der Wind kommt langsam. Wir können uns langsam bereit machen und das Wasser gehen. Ja. Und hier werden wir die nächsten 2 Wochen verbringen. Kais Schwester ist schon auf dem Weg mit Family. Da freuen wir uns. Und eine Woche später kommen seine Eltern. Ja. Und dann haben wir Family Time zusammen auf dem Campingplatz mal wieder. Genau. Ihr werdet auf jeden Fall miterleben, so wie immer. Wir bleiben dran mit der Kamera und dann verabschieden wir uns. Schöne Woche euch. Macht's gut, bis dahin. Tag, Tag. Tschüss.